Hallo, ich bin Brian und bei Sölbeckes Käsewissen erfahrt ihr alles über Käse. Kommt mit! Zuerst müssen wir die Milch auf ca. 31,5 Grad temperieren, da sich da unsere Kulturen am wohlsten fühlen. Die Kulturen verstoffwechseln Laktose zu Milchsäure und sind ausschlaggebend dafür, wie der Geschmack, Geruch und das Aroma des Käses wird. Nachdem wir das Lab hinzugegeben haben, rühren wir ca. 2 Minuten und stellen dann das Rührwerk ab. Das ist sehr wichtig, da sonst die Dicklegung nicht erfolgen wird. Um zu gucken, ob unsere Gallerte schon gut ist, machen wir einen Messertest. Die Gallerte muss glatt auseinandergehen. Sie darf nicht fischgerätenartig auseinandergehen, da wir sonst zu viel Staub in unserer Molke haben und dies beeinflusst die Qualität und die Ausbeute. Ist unsere Gallerte passend, können wir anfangen zu schneiden. Geschnitten wird ungefähr 5 Minuten lang, bis wir erbsengroße Bruchkörner haben. Die Größe des Bruchkorns ist entscheidend dafür, wie der Wassergehalt in unserem Käse sein wird. Umso größer das Bruchkorn, umso weniger Molke kann austreten. Umso kleiner das Bruchkorn, umso größer ist die Oberfläche und umso mehr Molke tritt aus. Nach dem Schneiden stellen wir das Rührwerk auf Rühren. In der Zeit tritt die Molke aus, die wir nachher abziehen werden. Bevor wir die Molke abziehen, bringen wir den Käsefertiger erstmal zum Stillstand, sodass die Bruchkörner sich auf den Boden absetzen können. Jetzt wird die Molke abgezogen und nach dem Molkeabziehen fangen wir das Waschen an. Dies machen wir, um das Bruchkorn zu brennen. Dadurch bildet sich außenrum eine Haut und das Bruchkorn zieht sich zusammen, sodass noch mehr Molke austreten kann. Nachdem wir zu Ende gewaschen haben, lassen wir den Käsefertiger ausrühren, sodass wir den später runterlassen können. Im nächsten Video sehen wir uns an der Vorpresswanne wieder.